Eindruck, den man so manch großen Künstler zuordnen wollen würde. Doch diese Kreativität kommt von der 8-jährigen Katharina und der erst 7-jährigen Viktoria. Kunstvermittlung am besten schon vor den Toren der Museen, wie hier im sogenannten Kunstmobil zwischen der Pinakothek der Moderne und dem Museum Brandhorst. Experimente auch im Haus in der Factory. Bei der Factory, da gehen wir noch einen Schritt weiter, da wird es hybrid und digital. Also wir experimentieren jetzt ganz viel, auch bei unserem Kinderkreativheft, mit dieser Verknüpfung ins Digitale. Also damit man das Museum auch mit nach Hause nehmen kann. Man kann es auch in der Schule noch mal weiter verwenden und vermitteln und die Kunstwerke jederzeit zu sich holen. Unter anderem in der Pinakothek der Moderne wird die zeitgenössische Kunst gar durch Jugendliche, die extra eine Woche lang zu sogenannten Piloten und Pilotinnen ausgebildet werden, vermittelt. Rund 30 Piloten und Pilotinnen waren am Wochenende im Einsatz. Und es sind SchülerInnen, die aus ihrer eigenen Perspektive ein Kunstwerk oder ein Designobjekt, was sie sich ausgesucht haben, erklären, den BesucherInnen vermitteln aus ihrer Perspektive. Rund 10.000 Besucher und Besucherinnen zum Ferienstart am ersten Wochenende im Kunstareal. Volles Haus, auch in der alten Pinakothek. Das Motto: Kunstvermittlung für wirklich alle. Ja, und ein weiteres Angebot ist unser Programm für geflüchtete Menschen. Wir starteten auch mit einem Familienworkshop, in dem geflüchtete Menschen, insbesondere aus der Ukraine, zu uns kommen konnten, eine gute Zeit verbringen konnten, aber auch andere Münchner Familien kennengelernt haben. Ferienprogramm und Kunstvermittlung findet in den Museen des Kunstareals in vielen Fällen als offenes Familienprogramm ohne vorherige Anmeldung statt. Der Eintritt ist größtenteils frei.